eines Tages, sehr dauern, konnte nicht mehr. Ich bin geschlagen worden am Tag vorher und das hat mich sehr, sehr auch moralisch beeindruckt. Und es war ein Sonntagmorgen und da habe ich gesagt, ich kann nicht aufstehen. Da haben meine Kameraden, alles Holländer natürlich, ich war ja schließlich doch Deutscher unter Holländern, aber ich bin vollkommen aufgenommen worden von den anderen, gesagt, das geht nicht, du musst aufstehen, sonst bist du verloren. Und dann sind sie zu einem holländischen Arzt gegangen, der mit dem deutschen Arzt zusammengearbeitet hat. Und dieser holländische Arzt kam zu mir in die Baracke. Er hat gesagt, steh auf und komm morgen früh an die Krankenbaracke sozusagen. Ich werde mit dem deutschen Arzt sprechen, dass du aufgenommen wirst. Und so ist es gekommen. Und dadurch bin ich auch gerettet worden.